Für uns geht es um 3 Punkte. Gratulation erstmal zum Einzug ins Finale. Das war eigentlich zu erwarten, aber diese Art des Spiels war schon begeisternd, ne? Ja, erwarten. Zumindest war es unser Ziel vor der Saison, Finale, wenn möglichst Finale gewinnen. Das erste Ziel haben wir jetzt mal erreicht. Bin ein bisschen überrascht, obwohl ich den sehr schätze, das war auch sehr angenehm, über die Aussage, dass wir phasenweise wenig Ballkontrolle hatten und Spielkontrolle. Also ich glaube, souveräner kann man ein Halbfinale nicht bestreiten. Ich denke, dass die Mannschaft das komplett ernst genommen hat, dass die Sachen, die dann verändert worden sind, beziehungsweise die Spieler, die mal in letzter Zeit ein bisschen weniger gespielt haben oder wieder zurückgeführt worden sind, Hille, Milde und so, das richtig gut gemacht haben. Insgesamt sehr konzentriert und strukturiert und so diszipliniert, was man sich dann wünscht und hofft, aber manchmal dann auch nicht immer kriegt, aber am Samstag haben wir es bekommen. Mhm. Zur Formation gleich nochmal nachgefragt. Endualo hat gespielt. Ja, von Beginn an, glaube ich sogar. Aber einen Namen vermisst man jetzt so ständig. Die Leute fragen auch mal, hey, was ist mit euch denn eigentlich los? Ist der jetzt so gar nicht mehr im Fokus, vorsichtig gefragt? Wir haben 25 Spieler und ich habe das immer gesagt, dass ich lieber einen kleineren Kader habe, um dann mehr Spielern die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. Wir haben auf der Position mit Scherbakowski, Pronischew, Osterhelwig und Euschen sind natürlich 4 Spieler und die anderen, die performen im Moment sehr ordentlich. Maxi hat wieder ein Tor vorbereitet, hat ein Tor erzielt, hat gegen Krischow ein schönes Tor gemacht, ein wichtiges Tor gemacht, hat die erste Halbzeit gegen Meusewitz sehr ordentlich gespielt. Scherbakowski kommt rein, gibt der Mannschaft immer Input. Pronischew hat schon 3 Tore erzielt. Und irgendwann sind dann die Grenzen eines Trainers dann gekommen. Und ich kann nur immer 18 Spieler nominieren. Er ist noch dann auch über die U23-Regelung. Der trainiert und versucht natürlich zu kratzen und zu beißen. Aber wir können natürlich nicht jede Woche 7 raus, die dann vom Spiel auf die Tribüne, von der Tribüne wieder im Spiel. Es gibt auch eine gewisse Linie und von daher ist er im Moment so ein bisschen Opfer für die vielen Spieler, die wir haben. Der Sonntagnachmittag oder Mittag war ein schöner Tag, ein erfolgreicher. Noch schöner, muss ich sagen, fand ich es am Abend. Da gab es ja dieses Länderspiel. Zu meiner ganz großen Überraschung, muss ich sagen, hat sich plötzlich eine Nationalmannschaft vorgestellt, die ja völlig anders war als die letzten Monate, fast Jahre. Was ist da passiert? Gibt es denn aus Sicht eines Trainers Erklärungen? Lag es bloß an der umformierten Mannschaft, einschließlich Groß? Ich glaube, dass ein Team auf dem Platz war, die verinnerlicht haben, dass es nur über das Team geht, dass es für die Mannschaft geht. Jetzt geht es in die Endphase, kurz vor einer Europameisterschaft. Das ist wie in einer Meisterschaft. Das ist, was ich meinen Spielern auch immer sage. Wer jetzt nicht verinnerlicht hat und sich unterzuordnen hat für den Erfolg der Mannschaft und des Vereins und nur an sich denkt, wird nicht funktionieren. Und das war wirklich mit Leidenschaft, mit Gier, wie der Trainer dann gesagt hat, die sollen zocken, die sollen kicken. Und das haben die gemacht. Wenn man aber die Namen durchgeht, da spielen einige bei Real Madrid, da spielen welche bei Barcelona, da spielen welche bei Arsenal London, aber sie werden natürlich dann, auch wenn mal irgendein Spiel nicht so gut ist oder mal 2 Spiele, werden sie natürlich maßlos kritisiert, genauso wie jetzt wieder maßlos, ja, Frankreich hatte keinen Bock, Frankreich hatte Bock, aber Deutschland war an dem Tag zu stark und das muss man einfach so sagen, denen ist das entgegengekommen, dass sie viel Ballbesitz hatten, dass sie dann die 1-gegen-1 Spieler in Position bekommen haben, sie haben eine gute Verlagerung gehabt und vor allen Dingen, was ich immer sage, wenn du eine gute Intensität hast, ist Deutschland immer in der Lage, gegen jede Nation der Welt Spiele zu gewinnen. Ich glaube, dieses Ergebnis und vor allem aber die Spielart hat, glaube ich, ein bisschen nach einer langen Pause Zuversicht gesät für die kommende Europameisterschaft, dass man sagt, also die Deutschen können da schon auch ein bisschen mitreden. Die haben sich ein Fundament am Samstag erarbeitet, wo sie sich ein Selbstvertrauen erspielt haben, erkämpft haben und dass die Franzosen dann mal eine Chance bekommen. Aber dann dieses Quäntchen Glück hast du dann, wenn du als Mannschaft funktionierst und als Mannschaft arbeitest. Und das war für mich beeindruckend. Und dann gibt es die Spieler, da sieht man, was Ausgewogenheit betrifft. Alle würden, oder viele würden sagen, Andrich. Aber was der abarbeitet und was der läuft und zwischen den Boxen, und dann
können sich andere auf das Wesentliche konzentrieren. Und deswegen sage ich immer, eine ausbalancierte Mannschaft ist besser als eine Mannschaft gespickt mit nur Namen und Weltstars, sondern die Mischung macht. Und das war am Samstag natürlich auch für mich herrlich anzusehen, weil du kannst ja immer sagen, ja, guckt euch das Beispiel an, wenn eine Mannschaft als Mannschaft auftritt und wenn der eine sagt, der Innenverteidiger von Real Madrid, ich bin auch bereit zu arbeiten, dann kann das funktionieren mit dem Torwart, der 3 Tage vorher gesagt kriegt, Neuer ist die Nummer 1 bei der Europameisterschaft und der steht da wie eine Wand, wie der da hinten rausspielt, ein Fußball, der spielt 30 Meter flach über den Boden. Das ist eine Reaktion auf die Antwort oder die Dings, die er bekommen hat. Das ist für mich Professionalität. Das ist für mich für die Sache zu sein und sich den Land zu dienen. Und das haben wir am Samstag gesehen. Jetzt wünsche ich denen, dass sie das am Dienstag fortsetzen und dann hoffentlich eine gute Europameisterschaft kriegt, damit die ganzen Kritiker endlich mal ein bisschen stumm bleiben und mal darüber nachdenken sollten, dass sie nicht eine psychische Vernichtung jeden Tag veranstalten sollten. Im ganz kleinen Maßstab gibt es das ja auch hier in Cottbus. Jetzt geht es gegen Chemie Leipzig, eine Mannschaft, die am Wochenende noch mal schnell Hertha abgefettet hat mit 3-0, ja. Ganz souverän. Was ist das für ein Ziel oder wie stellt sich diese Mannschaft aus eurer Sicht dar? Ihr wollt alle schlagen, das ist jetzt mal völlig außer Frage, aber wie schwierig wird diese Aufgabe in Deutsch? Ja, erstmal war es jetzt für mich nicht überraschend, dass sie dieses Spiel dann auch in der zweiten Halbzeit so deutlich gewinnen konnten. Das ist natürlich mit der Intensität, mit der Wucht des Stadions, was man sicherlich herausreden kann, die Unterstützung der Fans für die Mannschaft, das ist außergewöhnlich, ob auswärts, ob zu Hause, egal wie das Spiel ist, selbst wenn sie mal im Auswärtsspiel bei Altklinik unter die Räder kommen, in Anführungsstriche mit 0-4, sie werden immer unterstützt, sie werden immer mitgenommen und gerade dann in ihrem Stadion und dann noch ein Flutlichtspiel, das ist natürlich eine Wucht jetzt mit dem Erfolgserlebnis des letzten Spiels, ist für uns sowieso immer kompliziert, immer schwierig. Ich sage nochmal, wir spielen jetzt den 4. Block, wir spielen immer alle 3-4 Tage, dennoch ist alternativlos, wollen wir wirklich Erster werden, brauchen wir 3 Punkte. Also Punkt mit dem Wissen, dass das wieder ein hartes Stück Arbeit ist. Ich denke, dass wir am Samstag den einen oder anderen Spieler auch schon gesehen haben, dass der frisch war, dass das gut war, dass wir letzte Woche regeneriert haben. Wir werden jetzt bis Mittwoch regenerieren, wir werden dann bis nächste Woche Montag regenerieren, wir werden dann bis Freitag regenerieren. Das ist ja für uns, wir haben ja gar keine andere Chance und dann wünschen wir uns, dass wir dann in den Spielen, in den 90 Minuten hoffentlich immer die richtige Mischung finden, hoffentlich immer die richtige Entscheidung vor dem Spiel treffen. Während des Spiels sind ja die ganz Schlauen, die haben ja das dann vorher schon gewusst. Bei uns ist das manchmal dann im Spiel, erkennen wir, dass wir dann während des Spiels was zu verändern, sind der ein oder andere geschont worden. Mit dem Wissen, weil sie ein bisschen überspielt waren, ein bisschen müde waren. Ich hoffe, dass sie am Mittwochabend frisch sind und dann diese Impulse setzen, die wir brauchen. Wie gesagt, es ist für uns geht es um 3 Punkte, nicht um 1 Punkt, schon gar nicht um gar keinen Punkt, sondern wir wollen weiterhin unsere letzten Wochen bestätigen. Ich sage nochmal, aus den letzten 10 Spielen 9 Mal gewonnen, 1 Mal unentschieden. Manchmal habe ich das Gefühl, waren alle glücklich. Wie kann man jede Woche glücklich gewinnen? Wie kann man jede Woche glücklich als Gewinner vom Platz gehen? Also das sind ja auch Diskussionen. Also im Moment lässt die Mannschaft sich von nichts beeindrucken. Ist sehr gefestigt. Alles das, was dann in den letzten Wochen verändert worden ist, nimmt sie komplett an und jetzt gilt es weiter auf diesem Weg weiterzuarbeiten und weiter erfolgreich zu sein. Mit der aus deiner Sicht optimalen Mannschaft, alle Wunschspieler, die für so ein Spiel in Frage kommen, werden in der Startformation stehen können, will fragen, Verletzte, Kranke, gibt es sowas? Ich verstehe die Frage. Für mich sind dann die Spieler, die dann beginnen, Wunschspieler bzw. haben das maximale Vertrauen. Wenn wir jetzt mit A, B oder das ist ein Wunschspieler, ein Spieler, der von uns verpflichtet wird, ist ein Spieler, der hoffentlich die Ziele für Energie Cottbus mit uns gemeinsam erreicht. Das macht jetzt nichts. Also es macht für mich, wird es für mich kompliziert machen,
wenn ich sage, wenn der nicht spielt oder der nicht spielt. Ich habe das ja schon mal gesagt, es gibt Spieler, die in der Kommunikation wichtig sind. Und dazu zähle ich Borgmann. Warum? Weil er 5 Jahre hier ist. Er hat sich eine Identität angeschaffen, eine Identifikation, genauso wie Hoffmann. Das sind natürlich Spieler, die wissen natürlich auf dem Platz, dass sie selber Entscheidungen treffen dürfen, dass sie Verantwortung übernehmen dürfen, dass sie Verantwortung übernehmen müssen. Und das sind natürlich dann auch Spieler, die du natürlich in gewissen Spielen brauchst. Wenn sie immer nicht zur Verfügung stehen, ist es gerade wichtig, vorher mit den anderen Spielern in der Begleitung das so zu begleiten, dass sie auch das Selbstvertrauen haben. Ich kann nicht von Mut reden und gebe den Spielern aber nicht die Überzeugung, mutig zu sein. Also von daher hoffen wir, ich sage immer, ich hoffe und wir hoffen, das machen wir auch gemeinsam, dass wir immer hoffentlich die richtige Entscheidung treffen, weil wir bereiten das ja vor dem Spiel vor, wir erwarten einen Gegner so und so, aber manchmal macht der Gegner auch was anderes, was wir dann erwartet haben. Ich habe das ja schon mal gesagt, Meusewitz, okay, 10 Minuten oder 15 Minuten waren die sehr, sehr ordentlich, das liegt aber auch daran, wir haben 120 Minuten gespielt, 4,5 Stunden im Bus, dann kommst du aus dem Bus, dann brauchst du erstmal einen Rhythmus, danach hat Energie Cottbus das Spiel komplett organisiert, aber und auch stabilisiert, hat auch die bessere Struktur, aber man hat nicht immer nur 25 Torchancen und trotzdem kann man ein Spiel bestimmen und trotzdem kann man erfolgreich und beziehungsweise verdient als Sieger vom Platz gehen. Und das gilt es jetzt auch für Mittwoch. Wir können nicht in jedem Spiel von der ersten bis zur letzten Minute in dieser Phase, so wie sich das entwickelt hat mit den ganzen Krankheiten, mit diesen ganzen Blocks, 6 Tage, 3 Spiele, 8 Tage, 3 Spiele, 8 Tage, 3 Spiele, jetzt wieder in 13 Tagen 4 Spielen. Also man muss auch eine Mannschaft wegstecken mit den ganzen Diskussionen. Deswegen ist es klug, sehr schlau in diesen Spielen zu spielen, das genauso einzuteilen, dass man dann über 90 Minuten dann mit der Power, mit der Überzeugung, auch mit dem Quäntchen Glück, der immer zum Fußball gehört, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Und will ich dir um Himmels Willen nicht in die Formation reinreden oder dir Empfehlungen geben, um Gottes Willen, nein. Aber 2 Namen interessieren mich trotzdem. Wie geht es Brettschneider? Und wir haben einen Kurzeinsatz von Möker gesehen. Sind die beiden so weit wiederhergestellt, dass sie mindestens auf dem Zettel stehen? Ja, Jannik hat 45 Minuten gespielt, da hat man natürlich auch gesehen, dass er ein bisschen Rhythmus verloren hat, zumal er dann auch ein halbes Jahr gar nicht gespielt hat und dann diese schwierige Verletzung, dass er überhaupt schon so weit war, wieder spielen zu können, ist schon mal ordentlich. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir den dementsprechend so steuern, dass es keinen Rückfall gibt. Kann ich jetzt nicht sagen, ob der am Mittwoch im Kader ist. Bei Brettschneider sieht das sehr gut aus, er hat gestern das komplette Training gemacht, also wirklich komplette Training, weil die Spieler, die am Samstag wenig gespielt haben oder gar nicht gespielt haben, mit denen haben wir natürlich gestern eine etwas intensivere Einheit gemacht als mit den anderen Spielern, die dann nur regeneriert haben. Also bei Brettschneider sieht das ordentlich aus, da können wir davon ausgehen, wenn nichts jetzt Unvorhersehbares passiert, dass er auf jeden Fall im Kader ist. Ansonsten nehme ich gerne Empfehlungen an, wenn sie zu der Sache oder für die Sache sind und uns damit weiterbringen, bin ich immer willkommen für Informationen. Vielen Dank auch dafür. Sehr, sehr gerne. Alles Gute für Leutsch am Abend des kommenden Mittwochs, 19 Uhr geht's los. Können wir gebrauchen. Alles Gute dafür, Daumen drücken sowieso. Und wir dürfen auch ruhig ein bisschen Glück haben. Da sind wir nicht abgeneigt. So sieht's aus. Dankeschön.